Can I be your superhero? Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und wir machen weiter mit Harry Potter und der Stein der Weisen. Wir sind in den, ja, ich weiß gar nicht, wie man es bezeichnen kann. Also es sind ja keine richtigen Gärten, aber schon irgendwie. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ist, dass wir das Faultierhirn suchen wollen und Ron läuft hier sehr verwirrt umher. Den trinken wir später, den Trank. Giftspinnen. Sei vorsichtig, Hagrid. Vor allen Dingen, für wen stellt Hagrid diese Schilder auf? Weil eigentlich dürfte hier doch gar keiner langlaufen, oder? Und das Tor war ja auch im Prinzip so verschlossen. Warte mal, wo ist er? Der versteckt sich dahinter, ganz mies. Oh, oh, jetzt pass auf. Also. Nein! Ah, nein! Ja, easy. Erster Versuch. Oh nein. Gut. Der Stachel hat mich auch immer schon gewundert. Ich habe immer gedacht, okay, wenn du da nicht aufpasst und gegenläufst, nimmst du Schaden, aber nimmt man irgendwie nicht. Keine Ahnung, soll halt... Ach, hier ist ja noch einer, okay. Soll halt ein bisschen strüppigen Wald darstellen, denke ich mal. Aber ist schon cool, ne? So location-mäßig irgendwie so... Schon fast ein bisschen gemütlich, so mit im Wald so Pilze sammeln. Ah, ich mag das einfach. Also ich muss auch sagen, bin heute einkaufen gewesen wieder. Und mittlerweile ist es ja wirklich voll mit Weihnachtskrimskrams, ne? Also so an Süßigkeiten, an Kalendern und was man da nicht so alles hat. Deko und so, das ist schon ganz cool. Muss ich schon sagen. Und ja, irgendwie so langsam... Zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir heute den 22.11. So langsam muss ich sagen, umso mehr man Richtung Dezember hüpft, umso mehr kommt auch diese weihnachtliche Stimmung langsam rüber. Du gehst da lang, ich gehe hier lang. Zack, verarscht. Oh nein, voll reingelaufen. Pilze sammeln, sag ich ja. So, da muss ich zu sagen, ich fahre dieses Jahr, ich gehe ja ganz gerne mit meiner Mutter auch im Herbst immer nochmal Pilze sammeln. Urklumps, näher dich ihnen nur mit einem Wingardium Leviosa-Zauber, Hagrid. Also ich esse ja gar keine Pilze, meine Mutter mag Pilze. Auf jeden Fall haben wir es bis jetzt auch nur einmal geschafft, Pilze zu sammeln dieses Jahr. Da geht natürlich auch mehr. Wingardium Leviosa. So. Blub. Ist aber auch ganz witzig. So. Ja, hab ich. Schönes Ding. Ich esse überhaupt keine Pilze, aber Pilze sammeln gehe ich immer ganz gerne. Wingardium Leviosa. So, und blub. Da haben wir die Nummer 3 auch schon so gut wie. Das ist schon mies, dass die gegen einen so... Also die wollen ja bloß ihre... Böhnchen wieder einsammeln. Manchmal hat man Glück, wenn man dicht genug steht. Dann sammelt man das automatisch schon ein. Vielleicht kriegen wir es hin. Ja, siehst du, da hat man es gehört. Zack. Und einer fehlt noch. Wingardium Leviosa. Ja, nee, ansonsten dürfte das bohnentechnisch schon ganz gut gelaufen sein. Ha! So. Haben wir zwar ein bisschen Schaden genommen, dadurch, dass sie gegen einen gegenhüpfen, aber sonst alles entspannt. Und da ist auch schon das Faultierhirn. Zack. Ich muss sagen, ich habe da neulich auch mal wieder drüber nachgedacht. In irgendeinem Podcast haben sie es, glaube ich, auch so nochmal erwähnt. Du hast das Faultierhirn gefunden. Dass das wirklich damals noch irgendwie so war... Dass die Spiele einfach ein bisschen übersichtlicher waren, so. Ne? Klar bist du denn auch in 4-5 Stunden da irgendwie durch gewesen, aber irgendwie
Weiß ich nicht, also irgendwann war das mit dem Open-World-Gedöns nicht mehr so cool, fand ich. Also das so, klar, als man das erste Mal GTA Vice City oder sowas gespielt hat und die Open World dann hatte, so, oder Sims, wo du dann einfach machen konntest, so gefühlt, was du wolltest. Das war schon ganz cool. Aber irgendwie sind auch irgendwann die Level und die Spiele einfach zu groß geworden. Wir treffen uns in den Kerkern. Deine Freundin Hermine. Meine Freundin Hermine. Ja, auf jeden Fall, Großartig, du hast das Faultierhirn gefunden. Lass uns zurück nach Hogwarts gehen. nach Hogwarts. Auf jeden Fall war das natürlich dann auch cool, dass du denn so Welten, in denen man sich verlieren kann, sowas wie Hogwarts Der Legacy Kampf um auch den oder so. Hauspokal geht weiter. Ich muss mal kurz ein bisschen den Sound leiser machen, ich habe ein bisschen zu laut gestellt. So, was haben wir hier? Ravenclaw. Ravenclaw 20 Points. Hufflepuff. Hufflepuff 21 Points. Slytherin. 41. Was sind denn das für Nummern, ey? Wieso denn 41? War es schon immer so oder ist es ein Bug? Gryffindor. 30 Punkte. Oh. Gryffindor hat die Da haben wir aber ganz Meisterschaft. schön verkackt, ne? Der Kampf um den Hauspokal spitzt sich Wieso zu. hatten die denn alle so 41 und so? War schon ein bisschen strange. Da müssen wir auch noch hin, die gelben Bohnen holen. So. Ja, wie gesagt, in manchen Sachen kann man sich ja so verlieren. Also es gibt so Welten, ich habe da auch drüber nachgedacht, so. Ich glaube, meine absolute Lieblingswelt wäre auch schon. Oh, das habe ich noch nie. Das dreht sich ja hier. Der andere nicht, ne? Aber den anderen konnte man auch nicht bewegen. Also die hier haben wir da hochgezaubert. Ist mir noch nie aufgefallen, dass die Dinger sich drehen. Kann man immer wieder neue Sachen nochmal entdecken, ne? Also ich habe da mal drüber nachgedacht. Ich glaube, so meine absoluten Lieblingswelten, wo ich Open World noch irgendwie aushalten würde, sag ich mal. Also für mich persönlich, ne? Ist ja für jeden auch anders. Aber ich glaube, Harry Potter wäre so eine Welt auf jeden Fall. Lass uns gehen und Snape die noch fehlende Zutat für den Zaubertrank bringen. Wir werden jede Menge Ärger bekommen, wenn er uns hier erwischt. Er glaubt, dass wir es gestohlen haben. Mit Hogwarts Legacy? Klar. Dann würde wahrscheinlich auch sowas, so eine Batman-Welt oder sowas. Batman hat für mich auch immer gut funktioniert. Dann werde ich hier auf dich warten. Wenn ich an Snape denke, wird mir ganz anders. Schisser. So ein Schisser. Wir sehen uns dann später im Unterrichtsraum für Ja, Zaubertränke, ich mach Harry. das schon. Ich muss mich ein wenig umsehen. Wir sehen uns dann Achso, später er im sagt wieder das Unterrichtsraum für gleiche. Okay, dann Zaubertränke, skippen wir. Harry. Sieht aber auch geil aus, wie hier rechts oben dieses Faultierchen einfach in dieses Glas reingequetscht. Ah, Potter hat das Faultierhirn gefunden. Warst du wirklich so schlau, es zu finden, oder hast du es aus Schuldgefühl zurückgebracht? Wo hast du es denn gefunden, Potter? In deinem eigenen Schädel? Bring es in den Klassenraum. Ist auch strange, dass man ihm so dabei zuguckt, wie er da jetzt langsam hingebartschelt. Und was wabert hier überhaupt so durch den Flur? Was ist das Blaues? Strange. Naja, jedenfalls, Pokémon, klar, spielen wir ja aktuell auch. Das ist ja auch theoretisch so Open-World-mäßig. Es gab damals auch noch ein Digimon-Game, das habe ich ja, glaube ich, auch auf dem Kanal schon mal angezockt. Es wäre, also. Gerade so diese Welten, mit denen man damals aufgewachsen ist, glaube ich. Da würde man so eine Open World noch mit am ehesten akzeptieren, sag ich mal. Oder damit kommt man auch am ehesten klar, ne? Wobei ich auch sagen muss, Witcher hat mich auch ein bisschen gekickt, aber auch nicht so ganz, konnte mich auch nicht lange dabei halten. Far Cry 3 würde ich jetzt nicht unbedingt als Open. Obwohl eigentlich ist es auch irgendwie. Ja, Bist du auf dem Weg zum Zaubertrankunterricht, Harry? Verspäte dich bloß nicht. Snape kann sehr gemein sein. Er findet immer einen Grund, Strafpunkte für Gryffindor zu verteilen. Wir brauchen grüne Bohnen in allen Geschmacksrichtungen. Für unser nächstes Experiment. Du weißt schon, die mit Trollpopelgeschmack. Bring uns die Bohnen und wir verraten dir das Passwort für das Porträt.
Das wäre vielleicht auch interessant gewesen, wenn sie Fred und George einfach immer so... Ich meine, ist klar, sie sind bei Gryffindor, aber wenn sie die jetzt so, die hier wären zum Beispiel bei Slytherin oder so, weißt? Entweder sie hätten zwei Charaktere genommen, die in dem jeweiligen Haus sind, oder das wäre so alternatives Universum mäßig, ne? Weil theoretisch sind Fred und George natürlich in Gryffindor, aber theoretisch gibt's die auch nur zweimal. Weißt, insgesamt stehen die ja hier theoretisch 8-mal rum. Falls man das überhaupt versteht, was ich hier sagen will. Wäre vielleicht auch ganz witzig gewesen. Also sowas gibt's ja auch bei, was weiß ich, bei YouTube oder bei Google oder sowas. Machen sie sowas ja auch, dass du denn, was wäre, wenn Harry Potter bei Slytherin gelandet wäre oder sowas. Und so würden Fred und Josh wahrscheinlich auch ganz stylisch aussehen, ne? Oder es wäre bestimmt auch krass gewesen, wenn einfach Ron bei Slytherin gelandet wäre oder so. Stellt euch das mal vor. So. Warte mal. Wo müssen wir denn jetzt hin? Weil, müssen wir hier hin? Ja, ne? Hier ist, genau, Zaubertränke. Genau, machen wir noch. Na endlich, Harry. Ich habe eine Idee, wo der bei Gringotts gestohlene Gegenstand sein könnte. Wir müssen aber erst zum Zaubertrankunterricht. Nun komm schon, Harry. Wir dürfen Snape nicht warten lassen. Na, du laberst doch hier gerade. Wir hätten doch schon drin sein können. Ja, vor allen Dingen macht sie auch die Tür einfach hinter sich zu. Kommst hier nicht rein. Ich finde das gerade ganz interessant. Also hier, man kann das ja mal so ein bisschen einsehen, welche Videos geklickt werden. Und ich habe das hier nebenbei offen und irgendeiner klickt sich gerade durch die ganzen Tekken 7 Videos. Finde ich auch witzig. So, ja. Ja, das ist ja kein Problem, das kriegen wir hin. Symboltasten drücken, die dir angezeigt werden, damit sich der Kessel füllt. Wenn du es schaffst, deinen Kessel zu füllen, was ich stark bezweifle, kannst du den Kessel aktivieren, um deinen Zaubertrank herauszuholen. Du bist dran, Potter. Du bist dran, Pikachu. Harry Potter. Na los. Gib's mir. Ich hab das schon wieder... Ich würde mir das ja so gerne durchlesen. Nein, verdammt. Aber, jetzt haben wir einen Fehler gemacht, jetzt haben wir Snape schon enttäuscht. Ich meine, den enttäuschen wir sowieso, ne? Wir sind ja die wandelnde Enttäuschung. Oh nein, schon wieder verkackt. Mal gucken, was er jetzt sagt. Das war gut genug. Ach so, nee. Für deine Verhältnisse. Nur ein Dummkopf würde erwarten, dass du es besser machen würdest. Potter? Ich habe noch nie solch eine miserable Leistung gesehen. Los, hol mir das Glas mit den Feuerfliegen aus dem Nebenraum. Das sagt er jedes Mal. Egal wie gut oder schlecht ich bin, glaube ich zumindest. Ich meine, dass ich das schon mal gehört habe und da habe ich mich nicht verdrückt. Zack, tot. Harry hat's nicht geschafft, Spiel vorbei. Schade. Okay, ihr wisst, was kommt. Allerdings glaube ich, machen wir das erst im nächsten Part. Obwohl, den einen Raum können wir hier nochmal clearen oder so. Obwohl, nee, bisschen tricky, ne? Ich müsste ja eigentlich... Nee, dann machen wir noch ein Stück, weil ich muss ja irgendwie hier auch einen Speicherpunkt finden. Mal gucken. Außerdem macht das Bock. Sind das hier Trolle? Ja, ne? Oder nee, was sind denn das hier für... Hat's geklappt? Hat geklappt. Ha, weg mit dir. Schnuppergas-Bösewicht wie Darkwing Duck. Oh nein! Doch, wir können da noch hoch. Den Frosch sammeln wir ein. Ja, wie Darkwing Duck immer sagte, Schnuppergas-Bösewicht. Zack. Und bam. Was ich demnächst auch noch bringen soll, oder wollte, wo ich jetzt hier gerade von Darkwing Duck spreche, es gibt, nein, oh, ja. Es gibt, also alte Serien von damals, weißt du, deshalb komme ich da gerade so drauf, da gab es ja Darkwing Duck und dann auch Gummibären und sowas. Und zum Beispiel auch Gargoyles. Und Gargoyles hat ja nochmal ein Remastered rausgehauen von einem Spiel aus den 90ern, glaube ich.
Da hätte ich auch mal Bock, da reinzugucken. Harry, ich bin's, Raymond. Ah, kannst das mit der Katze. Sehen? Ich habe es dort unten miauen gehört. Na klar, die machen wir noch. Oder machen wir die nicht? Warte mal. Oh nein, wenn ich nicht zurück kann, das wäre jetzt richtig bitter. Kann ich noch zurück? Ich kann noch zurück. Aber ich dachte, man hätte hier abspeichern können. Oh, oh, oh. Das wird ein langer Part. Das habe ich so nicht auf dem Schirm gehabt, dass man hier nirgendwo abspeichern kann. Na gut, aber das Level mochte ich auch immer. Ist natürlich alles easy peasy gehalten hier, aber irgendwie hat es trotzdem Bock gemacht. Hier müssen wir aufpassen wegen der Ratte. Wollen wir die Katze nochmal gegen die Ratte kämpfen lassen? Okay, ein Quarkfrosch. Noch einer. Die lassen wir erstmal hier noch hüpfen. Man weiß ja nie, was mit der Ratte abgeht gleich. Oh, da ist sie schon. Da ist noch eine. Oh, hier, komm. Komm, wir battlen. Wir gegen die Ratten. Los, hilf mir. Hilf mir, Katze. Komm, wir hauen sie weg. Komm, Ratte. Katze, meine ich. Hilf mir. Waren da schon immer zwei Ratten drin? Das hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Ich dachte, da wäre nur eine. Ich nicht mehr auf dem Schirm. Ich dachte immer, da wäre eine Ratte und eine Katze. Auf einmal kommt da noch eine. Naja, dafür gibt es auch zwei Frösche. Eine hätte zwar gereicht, aber nehmen wir doch gerne mit. Hier, Katze, willst du auch noch einen Frosch zur Stärkung? Komm her. Wie der Frosch denn auch so. Wow. Dem wusste auch nicht, wie ihm geschieht, als die Katze auf ihn zugelaufen kam. Oh, die ist so niedlich, ne? Die ist so klein, habe ich damals immer schon so gedacht. Der Schokofrosch größer als die Katze. Ach so, an dieser Stelle kann ich hier mal wieder die Cold Mirror Podcasts empfehlen zu Harry Podcast. Sehr cool, ne? Hat sie da nicht auch irgendwas erzählt, so von wegen, es gibt noch Schokofrösche, die du noch von damals bei eBay kaufen kannst und die Schokolade ist einfach über 20 Jahre alt oder so? Oder genau 20 Jahre alt? Muss man auch Bock drauf haben. Ich fand das ja immer krass, dass so gewisse Sachen, auch sowas wie Pokémon-Karten oder sowas, einfach irgendwann, oder Gameboys, Gameboy-Spiele und so, irgendwann wird einfach aufgehört, das zu produzieren, ne? Was ja logisch ist. Hier, ich gebe dir eine Bildkarte von berühmten Hexen und Zauberern. Ist ja klar, irgendwann verkauft sich das nicht mehr und dann wird das halt irgendwann eingestellt zu produzieren, ne? Aber da habe ich damals als Kind nie drüber nachgedacht. Edgar Strulcher. Wie gesagt, die Karten, werden wir uns spätestens im letzten Part irgendwann dann alle nochmal reinziehen. Nochmal anhören. Nochmal angucken. Hier XL-Part. Habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass man hier die ganze Zeit nicht speichern kann. Aber gut, alles cool, ist heute, also ist für heute sowieso die letzte Aufnahme, da passt das schon. Oh nee, Jungs, oh nee. Ja, wir probieren es einfach, ne? Also, weil ich habe das ja beim letzten Mal oder so erst rausgefunden. Oder, naja, nicht rausgefunden, aber da habe ich erst gerafft, okay. Da haben wir Glück gehabt. Du schießt gegen die Gegend und dann halten die an. Aber das ist für Pussys. Ich krieg das auch so gebacken, keine Sorge. Hoffe ich mal. Was passt auch jetzt beim letzten? So, deine Mutti. Ha! Gleich beim ersten Versuch. Ha! Let's Play von 2022. Sieh dir das an. Da habe ich hier, glaube ich, mega Probleme gehabt, ne? Meine ich noch. Und wie gesagt, du kannst gegen die Dinger halt gegenschießen und dann halten die an. Das können wir gleich nochmal machen. Auch geile Spinnenweben da oben so. Hier wieder so eine Viecher, die hier rumlaufen. Zack. Dann halten die an und dann ist es theoretisch leichter. Einfach schräg gegen die Wand gegenlaufen, der fällt nicht runter. Aber das habe ich nie gemacht. Also nie wirklich so. Ihr habt ja gesehen, ich habe es auch so hinbekommen. So habe ich das damals, glaube ich, andauernd gemacht, dass wir einfach durchgesprintet sind und dann war fertig.
Aber letztes Jahr hatte ich, glaube ich, richtig Probleme. Da können wir ja nochmal... Oh, er macht auch ein Nickerchen. Können wir ja nochmal sich das Let's Play vom letzten Jahr reinziehen. Oder von damals. Es gibt ja eins... Oder es gibt ja eins von 2014, glaube ich. Ich muss mich jetzt schon immer orientieren an den Dingern, wie ich die Parts damals genannt habe. Ich will nämlich keine Verwirrung, also nicht für Verwirrung, sag ich mal, sorgen. Warte mal, wir machen erstmal das hier. Wenn die Parts nachher gleich heißen, deshalb habe ich das Ding auch hier auch einfach Harry Potter und der Stein der Weisen 2023 genannt. Das werde ich dann bei Kammer des Schreckens auch so machen. Damit wir so eine Einpendelung haben, sag ich mal, dass das nicht sich doppelt. Damit man die auch so ein bisschen unterscheiden kann, ne? Oh shit! Das ist ein Problem, das wollte ich nicht. Ich habe falsch geguckt, weißt du, er hat das nicht... Er hat das nicht richtig, er hat den falschen Zauber gemacht. So, nochmal. Neuer Versuch. Wir sind wieder back. Mit und ohne Bauchspeck. So. Wie er auch flüstert, so halb, ne? Ganz cool gemacht. Und dann kannst du hier, wenn du über dem Stroh oder Heu bist, kannst du auch so hoch fliegen wie möglich. Es ist einfach immer leise. Wingardium Leviosa. Da, 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 da. Nee, können wir nicht. Ich dachte schon, wir lassen es einfach auf ihn rauffallen. Tschüss. Bis nächstes Jahr, Bro. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Auch geil, wie er immer wieder einpennt direkt. So, alles cool. Aber es ist schon gut gemacht, ne? Wie hier teilweise die Käfer auf dem Boden rumlaufen. Oder hier hat man eben auch diese... Da hinten blitzelt eins. Diese kleinen Fliegeviecher. Ne, so kleine Fliegen, die hier umherflattern. Oder das Feuer, was so Funken sprüht. Zack. Nice. Achso, noch eine Runde. Ihr wollt noch mehr Action. Sollt ihr bekommen. Oh nein, ich hab gedacht, er wird noch drauf sein. So, dann... Ja, ist klar, dass sie dann in dem Moment natürlich eine extra Runde drehen. Jetzt. Geh doch. Oh, Mist. Nimm es. Ah, er hat nicht gleich geworfen, aber hätte wahrscheinlich sowieso nicht gereicht. Na gut, dann holen wir uns nochmal einen Kartoffelbauchpilz. Hießen die so? Ich finde die Dinger mega lustig. Ich mag die übelst. Obwohl ich sie, ich weiß nicht, sie erinnern an Hefeklöße. Aber durch die Punkte würde ich immer so denken, ist ein Verschimmelter. Er schimmelt schon. Aber Hefeklöße auch mega lecker. Mm. Okay. Dann haben wir das auch. Wir bräuchten so langsam... Achso, ja gut, dann machen wir den Part halt hier, also das Ding hier noch zu Ende. Das habe ich nicht auf dem Schirm gehabt, dass das jetzt auf einmal dann doch so schnell schon geschafft ist. Ja, aber ansonsten wäre der Part auch zu kurz gewesen, wenn wir jetzt nicht mehr zu... Ich meine, der Part besteht ja eigentlich nur daraus, das Faultier hier hinzuholen und zu Snape in den Unterricht zu gehen, ne? Also sonst wäre auch ein bisschen kurz gewesen. Gib mir die Feuerfliegen. Wenn wir direkt nach dem Faultier hin schon... Lass mich jetzt in Frieden, Potter. Dein Unterricht in Verteidigung gegen die dunklen Künste mit Professor Quirrell fängt bald an und du bist schon spät dran. Also wenn wir da den Part direkt schon beendet hätten nach dem Faultieren, könnt ihr ja auch ungefähr mal in die Kommentare schreiben, ne? Sag ich ja auch immer ganz gerne, wie lang ungefähr der Part am besten gehen sollte. Na, wenn ich das komplette Spiel an einem Stück durchspielen würde, bräuchte er ewig zum Rendern. Und das guckt sich auch keiner an. Aber zu kurz will man die Dinge ja auch nicht machen, ne? Professor Quirrell hat diese Ebenen aufgestellt, um seine Schüler zu testen. Ich weiß nur nicht, wie man dort hinaufkommt. Ich glaube, ich muss erstmal zum Unterricht in Verteidigung gegen die dunklen Künste, bevor ich mich auf ihnen halten kann.
Das ist auch so ein kleiner, so ein Wink mit dem Zaunpfahl, sagt man ja immer so schön. So unter dem Motto, Harry, was machst du hier? Geh zum Unterricht. Du kannst hier noch nicht lang. Das musst du erst noch lernen. Also hau ab. Na gut, also das ist es erstmal wieder gewesen mit dem Part. Eure Gedanken wie immer gerne in die Kommentare. Ich bin fürs Erste raus. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und bis dann sag ich einfach mal ciao.